Moin, ich bin Hendrik Berg und ich schreibe Krimis, Nordsee-Krimis. Gerade ist mein neuestes Buch im Goldmanner Verlag erschienen. Es heißt Eisiger Nebel. Ganz frisch. Normalerweise würde ich jetzt auf Lesereise gehen, aber das geht ja leider nicht, denn wie ihr auch, bin auch ich zu Hause in Corona-Quarantäne und müssen wir mal sehen, wie wir so klarkommen. Meine Idee war, dass ich euch hier aus meinem Wohnzimmer was vorlese. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber tatsächlich sind die Möglichkeiten natürlich ein bisschen begrenzt. Meine Haare, ich hätte zum Friseur gehen müssen, aber leider geht das ja auch gerade nicht. Ich habe ja ein Accessoire versucht, irgendwie eine Dekoration einzubauen, aber ich glaube, es reicht nur für einen schönen Screenshot für euch. Hier, ein Krimi-Autor bei der Arbeit. Könnt ihr für die Presse vielleicht kopieren. Aber für meine kleine Mini-Lesung ist es nicht so geeignet. Ja, es geht um dieses Buch, Eisiger Nebel. Es ist das sechste Buch aus einer Reihe um den Kommissar Theo Krumme und seine junge Kollegin Pet. Es spielt in Nordfriesland, wie alle die Bücher aus dieser Reihe. Und es geht um einen Wolf, der nach Nordfriesland kommt, nicht nur die Schafe bedroht. Es geht um einen sehr gefährlichen Mann, der ein kleines, verträumtes Dorf direkt hinterm Deich bedroht. Und Kommissar Krumme muss sein eigenes Leben riskieren, um dieses Dorf zu beschützen. Es geht um Liebe, es geht um Eifersucht und es geht vor allem um Freundschaft. Und ich bin eigentlich sehr stolz auf dieses Buch und es ist sehr schade, dass es jetzt gerade in dieser Phase keine Lesung gibt. Aber mal gucken, ich lese euch jetzt ein kleines Stückchen vor. Eine sehr spannende Stelle. Es geht, muss gar nicht verraten, worum es geht, das erklärt sich alles von alleine. Aber dieses Kapitel ist die Schlüsselszene für das ganze Buch, denn die große Frage ist, wird sein, was passiert da eigentlich gerade? Ja, ich fange einfach mal an. Und wir versuchen mal ein bisschen in die Atmosphäre dieses Buches abzutauchen und stellen uns vor, dass wir nicht irgendwo im Wohnzimmer sitzen, sondern in einem kleinen Dorf hinter dem Deich auf der Eiderstedter Halbinsel sind und es ist bitterkalt, denn dieses Buch spielt zwar im März, aber während eines Kälteeinbruchs, was gar nicht so aus der Luft gegriffen ist, denn wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich da sogar Schneeflocken. Okay, seid ihr soweit? Ah, ein wichtiges Detail habe ich auch vergessen, aber meine Lesebrille. Und es geht los. Als Castor aus dem warmen Haus hinaus in den Garten stürmte, hatte er das Gefühl, in einen Kühlschrank zu steigen. So frostig war die Nacht hier draußen in der Marsch. Schwer atmend, die Pistole im Anschlag, schaute er sich um. Die Auffahrt wurde links von einem Wall aus Pappeln und Birken gesäumt. Am Ende des Walls stand eine baufällige Scheune. Rechts begrenzte eine niedrige Steinmauer das Grundstück. Er lauschte. Nichts. Kein Laut war zu hören. Er rieb sich das schmerzende Kinn. Der Angriff hat ihn unvorbereitet getroffen. Ein Anfängerfehler. Er hatte den Schlag nicht kommen sehen, obwohl er in der Situation auf alles gefasst hätte sein müssen. Er war so dicht vor dem Ziel gewesen. Conan hatte ihm diesen Auftrag gegeben, weil er ihm vertraute, weil er wusste, dass er nie versagte. Und Castor wusste genau, wie wichtig Conan die Sache war. Hier ging es nicht darum, irgendeinen kleinen Gauner aus dem Weg zu räumen. Es ging auch nicht um Geld oder Geschäftliches. Das hier war etwas Persönliches. Niemals würde Conan ein Versagen akzeptieren. Deshalb hatte er ihn, seinen besten Mann und einzigen Vertrauten, geschickt. Und was tat er? Ließ sich wie ein Tölpel überraschen und überwältigen. Er tastete nach dem Handy in der Hosentasche. Sollte er den Chef anrufen, ihm erzählen, was los war, dass er Verstärkung brauchte? Nein, verdammt. Das hier würde er wohl noch alleine hinbekommen. Conan hat ihn nicht hierher an das Ende der Welt geschickt, damit er beim ersten Problem den Schwanz einzog.
holte tief Luft, ließ den Kopf kreisen, um die Verspannung im Nacken zu lösen. Schluss mit der Grübelei. Zeit, aufs Ganze zu gehen. Wenn er Glück hatte, saß er morgen früh im Zug und war auf dem Weg nach Hause. Er hatte genug von dieser Einöde. Er vermisste die Stadt, wo man nicht stundenlang suchen musste, um ein anständiges Restaurant oder eine Bar zu finden. Ein leises Knirschen holte ihn aus den Gedanken. Schritte auf dem gefrorenen Boden. Bei der Scheune. Im schwachen Licht, das hinter ihm aus einem Fenster fiel, sah Castor, dass das Tor der Scheune nur angelehnt war. Er hob den Lauf des Revolvers und lächelte. Na also, ihm kam keiner. Schon bald würde er die Informationen erhalten, die er brauchte. Er wusste, dass er sehr überzeugend sein konnte, wenn es darauf ankam. Er vergewisserte sich, dass die Waffe entsichert war. Dann schlich er zu der Scheune und ging neben dem Tor in Stellung. »Hey, ich will nur reden«, rief er, die Pistole im Anschlag. »Kein Grund, nervös zu werden.« Stille. Nur der Wind blies von der nahen Nordsee herüber. »Sag mir, was ich wissen will, dann bin ich sofort weg. In Ordnung?« Keine Antwort, aber jetzt hörte er ein leises Rascheln. Kein Zweifel. Jemand war in der Scheune und bestimmt nicht nur eine Ratte. Castor holte tief Luft. Langsam hatte er genug von dem Quatsch. Er musste das jetzt zu Ende bringen. Vielleicht half ihr ein Schuss ins Knie, um die Angelegenheit zu beschleunigen. Er räusperte sich. Na schön, sagte er so freundlich, wie es ihm möglich war. Ich komme jetzt rein, entspann dich, wir wollen doch beide keinen Ärger. Er wartete noch einen Moment, dann stieß er das Tor auf. Im Inneren war alles dunkel. Es roch nach Heu und Pferdemist. Aber Tiere waren nicht zu sehen. Am hinteren Ende der Scheune erkannte Castor die Umrisse eines großen Treckers. So, da bin ich. Komm einfach aus deinem Versteck. Ich tu dir nichts. Versprochen. Mir war klar, dass das nicht sehr glaubwürdig klang, aber das war jetzt auch egal. Als Zeichen seines guten Willens hielt er die Pistole mit einer Hand nach oben in die Luft. Natürlich ohne den Finger vom Abzug zu nehmen. Ein Knarren ließ ihn zusammenzucken. Es kam von oben, auf dem Heuboden, direkt über ihn. Er schaute hoch, musste den Blick aber wieder abwenden, als ihm Staub in die Augen rieselte. Ein Schatten, nein, zwei, liefen oben über den Holzboden. Er riss die Pistole hoch, schoss sofort, einmal, zweimal, hörte Fluchen, einen Aufschrei. Hatte er getroffen? Nein, die Schatten rannten weiter, zur anderen Seite der Scheune. Schluss mit dem Spiel. Er schoss weiter, immer wieder, Holzsplitter spritzten, Funken blitzten durch die Dunkelheit, irgendwo hat er Metall getroffen. Der Querschläger zischte durch die Luft. Er hielt inne, blickte an der Waffe vorbei nach oben, hörte ein zähes Knirschen, dann das Bersten eines Pfostens Holz, das langsam nachgab. Und sah viel zu spät, wie aus dem Dunkel der Öffnung etwas Großes auftauchte. Für den Bruchteil einer Sekunde glänzte Metall im spärlichen Licht. Dann schwang ein großer Gegenstand wie ein Pendel auf ihn zu und traf ihn mit ungeheurer Wucht mitten ins Gesicht. Das laute Knacken seines Schädels war das Letzte, was er in diesem Leben wahrnahm. Dann wurde er in ein schwarzes Nichts geschleudert. Ja, bei einer Lesung würde es ein Raunen durchs Publikum gehen. Die Leute würden Fragen stellen, ich würde mit ihm plaudern können, würde erfahren, ob dieses Kapitel dem Publikum gefallen hat. Das ist jetzt leider ein bisschen schwieriger, aber ihr seid herzlich eingeladen. Vielleicht geht ihr auf meine Internetseite, Instagram, Facebook und sagt dort eure Meinung. Ihr könnt dort auch Filme gucken, ihr könnt mehr über dieses Buch erfahren, mehr über die Geschichte, mehr über die anderen Bücher, mehr über Lesungen, die später im Jahr noch stattfinden werden, hoffentlich. Und falls ihr noch ein Ostergeschenk finden müsst, suchen wollt, dann könnt ihr auf diesen Seiten bestimmt auch fündig werden. Ansonsten war es das jetzt erstmal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo wiedersehen, hoffentlich unter besseren Umständen. Aber ich habe mich gefreut, dass ich auf diese Weise mal kurz Hallo sagen konnte. Passt auf euch auf, wascht euch immer schön die Hände und bis bald. Tschüss.